Ja, herzlich willkommen zur Verleihung der deutschen Big Brother Awards hier in der Hechelei Bielefeld. Und hat mir keiner gesagt, aber ich gehe mal ganz stark davon aus, es gibt wieder einen Internetstream. Gut, freut sich meine Frau zu Hause. Das ist wunderbar, dass alle ihren Applaus aufgespart haben. In den klitzekleinen Pausen, die er gelassen hat. Herzlichen Dank, Markus Kanzior, für diese wunderbare, stimmungsvolle Musik zum Anfang. Und das Schönste ist, wir hören ihn ja nachher nochmal. Die New York Times hat gerade über die Arbeit eines US-amerikanischen Privacy-Forschers berichtet. In diesem Artikel, da werden 3 Versuche zum menschlichen Umgang mit Privatsphäre näher vorgestellt. Da will ich jetzt gar nicht so konkret drauf eingehen, aber die Ergebnisse, die sind gar nicht so eindeutig, wie man sich das vorstellt, manche auch wünscht. Die sind zum Teil sogar paradox, zeigen jedoch eines ganz deutlich: Menschen wollen Privatsphäre, handeln dabei aber nicht rational. Aber genau diese rationalen Gründe für mehr Datenschutz und Privatsphäre, die liefert der Big Brother Award seit vielen Jahren. Und so wird es auch heute sein. Fangen wir am besten gleich an. Die erste Kategorie, in der heute ein Big Brother Award vergeben wird, ist die Arbeitswelt. Und die Laudatio hält Professor Peter Wedde von der Europäischen Akademie der Arbeit an der Universität Frankfurt am Main. Herzlich willkommen, da kommt er schon, Peter Wedde. Ja, schönen guten Abend. Danke für die nette Anmoderation. Ich will gleich anfangen. Der Big Brother Award 2013 in der Kategorie Arbeitswelt geht an die Apple Retail Germany GmbH in München. Apple Retail betreibt die Apple Stores in Deutschland und ist damit der zentrale Kontakt- und Anlaufpunkt des Apple-Konzerns zu den Kunden. Das Unternehmen ist nicht zu verwechseln mit der Apple GmbH in München, die vor 2 Jahren einen Big Brother Award bekommen hat für die Geiselnahme ihrer Kunden durch teure Hardware, die man nur richtig nutzen kann, wenn man sich den quasi monopolistischen Nutzungsbedingungen unterwirft. Nein, der diesjährige Preisträger, die Apple Retail Germany GmbH, erhält den Preis in der Kategorie Arbeitswelt für eine ideologisch verbrämte, besonders dreiste Form der Videoüberwachung. Apple Retails hat nach Insiderberichten ihre modernen Apple Stores mit zahlreichen Videokameras ausgestattet. Nicht nur in den Verkaufsräumen, sondern auch in den Büros des Managers, in den Lagerräumen, im Genius Room, in dem die Techniker tätig sind und so weiter. Überall dort wird das Verhalten von Beschäftigten durchgängig von Videokameras gefilmt und auf einer Festplatte aufgezeichnet. So steht es zumindest in den hauseigenen datenschutzrechtlichen Einwilligungen zur Videoüberwachung, die jeder Beschäftigte unterschreiben soll. Anschließend wird in dieser Einwilligung darauf hingewiesen, dass in anderen Räumen keine Videoüberwachung stattfindet und dass die Kontrollen nicht der Überwachung des Arbeitsverhaltens der Mitarbeiter dienen. Demgegenüber berichtet allerdings der Spiegel im November 2012 darüber, dass bei einem Besuch der Gewerbeaufsicht im Münchner Apple Store Überwachungskameras entdeckt wurden, die nicht das Lager, sondern das Personal filmten. Und in der Online-Ausgabe der Süddeutschen Zeitung vom 25. Januar 2013 war nachzulesen, dass ein anonymer Blog Apple vorwirft, es sei, ich zitiere, in einigen deutschen Apple Stores Kameras in den Pausenräumen und vor den Toiletten installiert, um zu sehen, welche Mitarbeiter wie oft aufs Klo gehen. Auch Tonaufnahmen würden in einigen Läden durchgeführt. Zitat Ende. Weiter heißt es im Blog, in England sitzt die Sicherheitszentrale für die europäischen Apple Stores. Hier laufen die Kameras der über das Internet übertragenen Überwachung zusammen. Die Videoüberwachung in der hier beschriebenen Form ist in Deutschland unzulässig. Geltendes Datenschutzrecht lässt Videoüberwachung allenfalls in Verkaufsräumen zu, nicht aber eine permanente Videokontrolle der Beschäftigten in allen Betriebsräumen. Arbeitsrechtlich unzulässig wäre auch die beschriebene inoffizielle Auswertung der Videodaten in England. Die ließe sich auch nicht durch eine Einwilligungserklärung nachträglich legalisieren. Zumal wir die rechtliche Wirksamkeit einer solchen Erklärung in Frage stellen. Wird sie zusammen mit einem Arbeitsvertrag zur Unterschrift gelegt, spricht dies eigentlich immer gegen die notwendige Freiwilligkeit. Vor diesem Hintergrund ist es schon fast zynisch, wenn es in der Einwilligungserklärung später auch noch heißt, ich zitiere, ich bin mir darüber bewusst, dass keine Verpflichtung besteht, diese Einwilligung zu erteilen. Eine Verweigerung der Einwilligung würde keine Konsequenzen nach sich ziehen. Zitat Ende.
Vielleicht wird der Arbeitsvertrag dann ja trotzdem abgeschlossen, aber es bleibt völlig unklar, wie in den Apple Stores dann praktisch sichergestellt werden soll, dass bestimmte Beschäftigte im Fall der Verweigerung nicht mehr gefilmt werden. Aber vielleicht verfügt der Apple-Konzern ja über eine geheimnisvolle Software, die Verweigerer auf Videos automatisch unsichtbar macht. Bis eine solche Zaubersoftware allerdings vorliegt, bleiben dauerhafte Videoaufnahmen ohne wirksame Einwilligung unwirksam. Wird die Einwilligungserklärung unterschrieben, leitet die Apple Retails für sich hieraus das Recht ab, die Aufzeichnung durchzusehen, wenn der Verdacht besteht, dass ein Diebstahl, eine Unterschlagung oder eine ähnliche Straftat in den Apple Stores verübt worden ist. Das ist eine juristische Generalvollmacht, die Arbeitgebern in den Apple Stores eine unbegrenzte Auswertung der Videoaufzeichnung ermöglicht. Eine solch weitgehende Befugnis steht im Widerspruch zur Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts, nach der anlasslose Totalkontrollen von Beschäftigten am Arbeitsplatz unzulässig sind. Mit Blick auf diese Rechtsprechung sind Zweifel daran erlaubt, ob Arbeitnehmer ihren Arbeitgebern derart weitgehende Rechte überhaupt freiwillig einräumen können. Auch eine Erlaubnis für die Speicherung für 30 Tage, wie in der Einwilligungserklärung angegeben, ist nicht verhältnismäßig und damit datenschutzrechtlich unzulässig. Immerhin, faktisch, so hat der hessische Datenschutzbeauftragte festgestellt, würden die Aufnahmen zumindest in Frankfurt inzwischen nur noch 14 Tage gespeichert. Auch mit dem Kundendatenschutz nimmt man es in Apple Stores nicht so genau. Die gesetzlich vorgeschriebenen Hinweisschilder auf Videoüberwachung im Kundenbereich waren lange Zeit nur auf Dackelaugenhöhe angebracht, also ganz weit unten. Erst nachdem staatliche Datenschutzaufsichtsbehörden eingeschritten sind, sind die Schilder inzwischen auf Hüfthöhe gewandert, Handteller groß, transparent auf Glasscheiben. Bessere sichtbare Schilder verweigert die Apple Retail Germany GmbH mit dem Hinweis, dass das mit Apple Designvorschriften nicht zu vereinbaren sei. Mit der unverhältnismäßigen Videoüberwachung steht Apple in Deutschland nicht allein, stehen die Apple Stores nicht allein da. Der Jury lagen weitere Beispiele anderer Unternehmen vor. Die gute Nachricht in diesem Zusammenhang ist, dass der von der aktuellen Regierungskoalition angekündigte und im vergangenen Jahr von der Big Brother Award Jury deutlich kritisierte Entwurf eines Beschäftigtendatenschutzgesetzes in dieser Legislaturperiode nicht realisiert worden ist. Hiernach wären Videokontrollen wie die in den Apple Stores nämlich weitgehend legalisiert worden. Vor dem Hintergrund der Skandale der letzten Jahre um unzulässige heimliche Kameraüberwachung von Mitarbeiterinnen bei Lidl und bei anderen Firmen überrascht es uns, dass die Apple Retail Germany GmbH daraus nichts gelernt hat. Will doch der mit Videokontrollen verbundene Eingriff in Persönlichkeitsrechte von Beschäftigten und von Kunden so gar nicht zum Verkaufsmotto des Unternehmens passen, das lautet: das Leben schöner machen. Das Online-Stellenportal von Apple Retail erklärt den Bewerberinnen und Bewerbern ausdrücklich, dass sie für das Gute arbeiten würden. Die Mitarbeiter dürfen den Kunden zeigen, wie sie mit den zu verkaufenden Produkten ihr Leben bereichern können. Alles nach dem Motto, Zitat, denn ganz egal, was du bei uns machst, du bist ein Teil von etwas Großem. Zitat Ende. Wer sich diese Herausforderung einer solchen Arbeit stellt, der wird inspiriert werden und stolz sein. Dass der Weg für den versprochenen Stolz zu mehr Inspiration und Stolz darin besteht, als Arbeitnehmer permanent vom großen Bruder beobachtet zu werden, das wird in der Firmenprosa dezent verschwiegen. Hinweise zu umfassenden Videokontrollen und Beschäftigten passen natürlich nicht in das Bild eines modernen Lifestyle-Konzerns. Wir erinnern uns an den Namensgeber des Big Brother Awards, George Orwell, der in seinem Buch 1984 allgegenwärtige Televisor beschreibt eigentlich exakt die Videoüberwachung, wie wir sie heute selbstverständlich und dreist in vielen Situationen vorfinden. Ich will ein kleines Zitat aus dem Buch vorlesen. Jedes von Winston ist die Hauptperson des Buchs, verursachte Geräusch, das über ein ganz leises Flüstern hinausging, wurde vom Televisor registriert. Außerdem konnte Winston gesehen werden. Es bestand aber keine Möglichkeit festzustellen, ob man in einem gegebenen Augenblick gerade überwacht wurde. Wie oft und nach welchem System die Gedankenpolizei sich in einen Privatapparat einschaltete, blieb der Mutmaßung überlassen. Es war sogar möglich, dass jeder Einzelne ständig überwacht wurde. Soweit das Zitat. Ein wenig in Vergessenheit geraten ist allerdings der etwas deprimierende Schluss des Romans. Nach Verhaftung und durchlaufener Gehirnwäsche stellt Winston Smith für sich in den letzten beiden Sätzen des Buches fest, er hatte den Sieg über sich selbst errungen. Er liebte den großen Bruder. Und hier ist die Verbindung zur Apple-Welt und zu anderen modernen Konzernen. Es gibt Unternehmen, die von Mitarbeitern, ebenfalls wie der große Bruder in Orwells Roman, die totale Unterwerfung unter die eigene Firmenphilosophie erwarten.
einschließlich der Unterschrift unter einer Einwilligungserklärung, die potenzielle Totalüberwachung erlaubt. Wenn die Arbeitgeber in den Apple Stores auch für ihre Beschäftigten das Leben schöner machen wollten, sollten sie die kritisierten Kameras einfach abbauen und auf Überwachung verzichten. Herzlichen Glückwunsch zum Big Brother Award, Apple Retail Germany. Danke. Herzlichen Dank, Peter Wedde. And now the same procedure as last year, same procedure as every year. Ist jemand da, der den Preis entgegennehmen möchte von Apple Retail? Ah, sie sind gefährlich, ist wie bei der Versteigerung. Sie hat da hinten die Hand gehoben, aber sie winkte nur. Sie hat nur jemanden gewunken. Also hier unten steht sie ja, die Trophäe. Ich weiß es nicht, ob wir sie heute noch jemanden in die Hand drücken können. Wir warten es ab.